Du hast überlebt. Bis jetzt. Willst du den Preis und deine Freiheit? Oder noch mehr Bestrafung? So, ich mache weiter. Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Ich glaube übrigens, sie bekommen keine Erfahrung, oder? Ach, guck mal, jetzt habe ich auch einen neuen Timer. Ah, jetzt sind wir hier auch bei Spoopy Boys. Die sind Level 35. Okay. Mein Max-Level ist 30. Könnt ihr die ein bisschen runterschrauben? Warum hat... What? Da stand doch gerade eine 35. Ich bin doch nicht doof, oder? Also ich bin doof, ja, aber... Ich kann doch noch lesen, oder? So. Ah, jetzt hab ich ein Ohrwurm von Beware of the Forest Mushrooms. So, das war die Welle. Nun, aber da ich jetzt weiß, sich um die Schuhe und sowas zu bekommen, also die Abgrundrüstung, da ich jetzt weiß, dass ich dafür nicht irgendwie rausgehen muss, sondern die einfach so bekomme, dann kann ich auch die 100 Wellen am Stück machen. So ist dann ja nicht. Die Gegnerwellen kommen etwas langsam, findest du? Ich glaube, es liegt eher daran, dass ich vielleicht ein bisschen schnell bin. So, schauen wir mal. 3, 4, 5. 5 Sekunden zwischendrin, 6 Sekunden, 7, 8. Ja, gut, so 8 bis 9 Sekunden. Bis 5 Sekunden wären vielleicht besser gewesen, das ist wahr. Dauert schon, bis man an die 100 kommt, das ist wahr. Na, wenn wir einfach 8 Sekunden haben, das sind 800 Sekunden zwischen jeder einzelnen Welle, wenn wir quasi alle 100 haben. Du hast überlebt. What? Bis jetzt. Waren das schon 5 Wellen? Oder noch mehr Bestrafung? Ja, ein bisschen mehr als 10 Minuten, die man dann wartet, ne? Auf geht's. Er hat sich entschieden, weiter zu 13 Minuten, glaube ich, sind's. 13? Weniger. Oder? Nee, doch, irgendwas um die 13 Minuten herum. Oh Gott! Oh nö. Wer auch immer gesagt hat, oh, die wollen jetzt hier vereifen. Wer auch immer das war, nieder mit dir, bitte. Oh, eklig! Och nö! Ich meine, ich könnte auch ruhig ein bisschen meine Albtraumform nutzen, ne? Au. Brenne ich gerade? Ich brenne! Ah! Oh, ich bin eingefroren! Ich brenne und bin eingefroren! Ah! Warum verliere ich jetzt schon wieder Leben? What? Warum habe ich Leben verloren? Könnt ihr aufhören mit den Statusveränderungen? Die sind halt wirklich, wirklich doof. Es war alles Fun und Games, bis ihr mit den Statusveränderungen kamt. Ach, du Sau! Hör auf damit! Einfach weil ich noch Nachschaden bekomme, das finde ich halt nicht lustig. Eine seltsame Kombi sein ist Frostbrand. Das ist wahr. Oh Gott, das Geräusch war nicht schön. So. Ah, in die Richtung wollte ich nicht dashen. Das war doof. So.
Der hält aber auch viel aus, ne? Oder ich mache einfach wenig Schaden. Beides kann valide sein. Ah, damit hat er mich getroffen. Kommt, ihr Vögel! Wie lange chillen die eigentlich noch rum? Die Vögel. Oh nee. Direkt zwei von denen? Hab Gnade! Okay, den ersten getötet. Den zweiten getötet, sehr schön. Kann man aus der Arena fallen? Nope. Seine Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Du hast überlebt. Bis jetzt. Hör auf zu labern, lass mich weitermachen. Oder noch mehr Bestrafung. Sich entschieden, muss bis Welle 50 noch diesen Tag kommen. Nee, no, nein. Darf ich gehen, bitte? Oh, no. Ich hab doch eben mein Gemüse gegessen. Warum hast du mich so? Au, du blöde Buhfrau, du. Du Geist mit Brüsten. Eklige Runde. Nicht nochmal, bitte, dankeschön. Chaosform? Na, dafür nicht. Oh, die Leiche muss aber schnell sterben, andernfalls habe ich große Probleme. So, ich muss einfach nur aufpassen, nicht zu sterben. Und die Leiche töten, bevor sie mich tötet. Au, das war doof von mir. Lass mal kurz gucken. Kann ich? Ja. Hab eh... Was nutze ich gerade? Ach, die hat sogar Gesundheitsentzug von 7%. Was macht Lebenfluch? Mit Susanne eingekauft, dass den Leben beraubenden... Nebenberaumenden kalten Wind des Abgrunds. Heilt mich das? Oh, das wollte ich nicht drücken. Lebensfluch. Ich hätte gerne eine genaue Information, was der Lebensfluch tut. Nicht nur derb. Das hat keinen Gesundheitsentzug. Das ist Gesundheit pro Treffer, was ich hier habe auf den Todesengel-Sensen. Ist die Frage, ist das besser? Der Schaden ist auf jeden Fall schlechter. Das ist das Problem, aber ich nehme die mal. So, einfach weil... Schaden ist halt um einiges schlechter. Der verflucht dein Leben. Moin, Tyron. Ich verfluche mein Leben ab und zu auch. Skaraben. Verzeihung, Kinders, ich muss nachladen. So, ich glaube auf jeden Fall, dass ich damit ein bisschen mehr Leben wiederherstelle als 7% Lebensentzug. Ich bin mir aber unsicher, um ehrlich zu sein. Sau. Sie greift mich an, stirbt an meinen Dorn. Welle 39. Geh drauf. Au, das war nicht nett von dir. Du Leiche. Du bist fast wie ein Student ohne Sozialleben. AK, ich. Eine Leiche. Komm ran hier. Komm runter. Hör auf damit. Du bist nicht Carlsson vom Dach, junger Mann. Dementsprechend, hör auf mit diesem Müll. Ich gehe gleich mit dir in die Dinkelheit, junger Mann. Erwischt. Ich
glaube, das funktioniert besser mit Flat-Lebensentzug. Ich mache aber jetzt um einiges weniger Schaden. Also sollte ich doch ein bisschen mehr mit Summons arbeiten. Ach, jetzt kriege ich hier mehrere von den Skarabäen. Gib mir einen kurzen Moment. So. Oh. So. Ah, Gottchen, der Block Mane. Ach, hör bitte auf damit. Nice. Gule OP. Scheinbar macht die Eisschaden, kann einfrieren und halt einen Teil des Schadens. Macht sie das? Nee, die Todesengel können nicht einfrieren. Achso, ach, der Lebensfluch. Oh. Oh, vielen Dank. Das ist sehr interessant zu wissen. Ach, ich habe hier auch Chaosfang, sehe ich gerade. Und anscheinend levelt Chaosfang mit mir mit. Okay. Nein, leider sind die Stats von Chaosfang nicht so toll. Dann nehme ich mal weiter Lebensfluch mit. Ich glaube, dies führt zu weit. Das hast du gut gemacht. Möchtest du diesen Preis nehmen und gehen? Oder weitermachen? Lass mich weitermachen. Er hat sich entschieden, weiterzukämpfen. Wir müssen noch 10 Runden machen. Dann kriegen wir ein weiteres Stück der Abgrundrüstung. So, okay, das sind mehr davon. Weißt du, kann einfrieren. Was mach ich, Hammel? Friert zum einen den Gegner nicht ein, zum anderen steh voll in seinem super langsamen Schlag drin. Ich bin sehr stolz auf mich. Meine Mama bestimmt auch. So. Frage ist, wie lange brauche ich pro 25 Wellen? Was bist du nochmal? Oh, weggehen davon, das bist du. Das ist ein Bubgeist, sehe ich gerade. Verzeihung, du komisches Bienennest. Ich bin leider, also ich bin nicht allergisch, aber ich könnte vielleicht allergisch sein. Ist lange her, dass ich von der Biene gestochen wurde. Ich wurde dafür mal, ich glaube, ich wurde sogar von der Biene mal gestochen. Spuckt er mich gerade an? Könntest du das sein lassen? Das ist sehr unhöflich. Vielen Dank. Oh, explodiert er noch? mal einen Schritt nach hinten gehen. Das sind 10, 3 Abscheulichkeiten. Er kann mit Kacke werfen. Ich kann mich hier nicht befreien. Wow! Wow! Ich war da drin halt voll gestaggert. Ich fühle mich jetzt hart outplayed in meinem Leben. Ich auch von einer Hummel gebissen. Ich bin mir unsicher, ob es eine Hummel war, die mich gebissen hat, oder eine Biene, die mich gestochen hat. Weil es schon ziemlich lange her ist. Plus ich habe keinen guten Anblick auf das Viech bekommen. Da war ich im Garten mit meiner, also draußen im Garten mit meiner Schwester am Spielen. Und dann hat sich einfach entweder, wie gesagt, eine Hummel oder eine Biene auf meine Lippe gesetzt. Und weil meine Schwester von ihrer Lehrerin gesagt bekommen hat, ja, du musst dann drauf pushen, dann geht die weg. Hat sie das gemacht, fand das Viech nicht so toll. Skarabäen, okay, mit den Skarabäen kann ich umgehen. Die finde ich gar nicht mehr so schlimm. Sogar. Oh, der ist eingefroren. Der auch. Das ist lustig.
Ihr seid alle voll cool. Ho, ho, ho. Ah, hau mich nicht für diesen Witz. Bekommt dicke Lippen eine neue Bedeutung. So ein bisschen, ne? Da habe ich eine dicke Lippe riskiert. Ah. Hat er mich getroffen? Ich weiß es nicht. Die Sensen sind echt gut. Weißt du, und das hat man davon, wenn das Spiel einem sowas nicht erklärt. Und einfach sagt, oh, guck dir das mal an. Dann will man nutzt man potenziell gute Waffen nicht. Zur letzten Welle vor der nächsten Pause. Ach du. Bist du tot? Ja. Hat kein Geräusch gemacht, hat sich hingelegt. Als die 5 war, ist mir eine Biene im Mund geflogen. Ich habe ihn aus Panik zugemacht, habe schnell bemerkt, dass ich das nicht tun sollte. Als die Mund wieder aufgemacht hat, ist jetzt zum Glück sofort rausgeflogen. Das wäre so eine der Sachen gewesen, die Panik in mir ausgelöst hätten. Aber gut, dass du klug bist. Noch mehr von denen. Gesundheit? Ich konnte jetzt nicht lesen, was er gesagt hat. Ich habe es nicht verstanden. Ich wünschte, ich könnte mehr Zombies auf einmal beschwören als das. Ha! Muss aufpassen wegen dem Typen hinter mir. Habe ich ihn? Ja. Deswegen bist du Riven One Trick und ich nicht. Ach du. Hallo, mein großer, dicker Freund. Ich kann dein... Du Tormentor. Ich habe letztens erst einen Part nach dir benannt. Auf YouTube. Sie hält deine HP nicht. Das ist das Problem hier gerade. Die Waffe ist halt einfach mal super broken. Was zum Fick? Ich nehm's gerne hin, ne? So ist nicht. Ach, wieder der Typ. Ich glaube, Bienen stechen auch nicht, wenn du nicht versuchst, sie zu nerven. Nee, Bienen sind auch wirklich eines der Insekten, die aktiv versuchen, dich nicht zu nerven. Weil Bienen wissen, dass es ihren Tod bedeuten würde, zu stechen. Dementsprechend entweder halt Verteidigung des Schwarms oder Verteidigung, ja, eigentlich meistens nur des Schwarms. So. Was ich schade finde, weißt du, die armen Bienchen, ne, sorgen einfach mal dafür, dass wir essen können. Ne, und dann kam Gott und hat so gesagt, dein einziger Verteidigungsmechanismus tötet dich. Voll fies. Oh, der kann sterben. Den habe ich noch nicht gesehen und der ist cool, der Killmove. Hallo, der Tormentor. Weiß nicht, ich glaube, er wurde tormented. Oder torrented, je nachdem. Bist du tot? Er ist tot. Ich glaube, es gibt jetzt noch eine Welle. Ich habe nicht ganz aufgepasst. Ja. Ah, okay. Ich habe jetzt ein bisschen Schlimmeres gedacht, aber ich bin sehr zufrieden mit dieser Welle. Und dann sagt du, die Hornissen, die sind toll. Ah, Hornissen. Ich meine, ich weiß ja auch, dass Wespen zum Beispiel, ne, man sagt zwar immer, oh, Wespen sind voll aggressiv, aber die sind ja eigentlich auch super gechillt. Ne?
Was letzten Sommer zum Beispiel, ne, wenn ich bei meinem Vater war und gegrillt wurde, was wir gemacht haben, ist einfach ein bisschen Fleisch so von uns weggestellt haben, wo dann nicht gestört wird. Und dann sind die da auch hingegangen. Bin dann mal aus dem Bus ausgestiegen und habe mich gewundert, dass es in meinen Haaren hängt. Dachte, das wäre ein Blatt oder so. Als ich, habe ich ganz normal danach gegriffen und es in meine Hand getan. Komplett brain off, kann ich die Hand nach vorne, mach sie auf und die Biene fliegt raus. Oh. Und Nissen sind Wespen nach dem Fitnessstudio. Die Abgrundstiefel sind ein Teil der ultimativen Kriegsausrüstung der vier Reiter. Der Reiter, der dieses Schuhwerk trägt, ist für die Herausforderung bereit. Nur wenige wagen es, ein Reiter mit Abgrundrüstung anzugreifen, denn mit Ritualen wurde diese darauf vorbereitet, alle Feinde zu vernichten. Die Stiefel verbessern beim Träger jeden Aspekt der Fähigkeiten im Kampf, und wenn sie mit den anderen Teilen kombiniert wird, bewirkt der komplette Satz noch stärkere Effekte. Ich glaube, dies führt zu weit. So, na, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Abgrundstiefel. Ne, und die Abgrundstiefel, wie auch jedes andere Teil der Abgrundrüstung, leveln mit einem mit. Ne, das heißt, uns fehlt jetzt nur noch der Abgrundhelm, ne? Genau. Also, Schulterschützer. Ich hatte auch mal eine Wespe in meinen Haaren. Das hast du gut gemacht. Möchtest du diesen Preis nehmen? Ohne es zu wissen. So, da bin ich eines Tages von der Schule nach Hause gekommen und habe Hausaufgaben und sowas gemacht und habe dann mit Lego gespielt. Also schon wirklich ein paar Jahre her. Und dann ist irgendwann einfach eine tote Wespe aus meinen Haaren rausgefallen. Die hat sich drin verheddert und ist dann verendet.